Der Gerrit hat hier auch schon angefangen, so langsam. Also, wie gesagt, die Spiele haben begonnen. Finde ich gut, dass du mitmachst. Klar, macht super. Ich freue mich auch mit der Heidi dann zusammen. Das ist mal ein tolles, wenn man dich noch nicht so kennt, mal ein tolles Team oder was. Ja. Das ist zum Beispiel auch das, was ich gesagt habe, Leute. Dass die, wo nicht so viel Ahnung haben, dass die hier auch gute Unterstützung bekommen und auch was beigebracht bekommen. Ja, so in der Richtung. Ja, dann schauen wir mal, was die anderen jetzt schon machen. Rips habe ich schon aufgeteilt. Du bist auch schon fleißig dabei jetzt hier? Ich versuch's zumindest. Hast du schon mal Rips überhaupt gemacht? Ja. Okay. Aber nicht so aufwendig. Nicht so aufwendig? Ja, du hast ja eine Top-Hilfe bekommen. Astral, ja. An besseren hättest du wahrscheinlich hier gar nicht bekommen können, sage ich jetzt mal. Gute Wahl, der Gerrit. Was spionierst du hier im Handy? Nein, ich tue gerade unlauterer Wettbewerb hier. Das ist da! Also ihr fangt hier auch sauber schön an mit den Rips? Genau. Gut. Und darf man fragen, was ihr für eine Variante geplant habt? Wir machen so eine 2-2-0,5 Variante. 2 Stunden smoken, 2 Stunden dämpfen und dann nochmal so 20-30 Minuten glasieren. Mhm. Mit einem ganz genialen Rap. Okay. Eine Frage noch. Habt ihr schon irgendwie eine Variante ausgewählt? Ja. Kannst du da was dazu sagen? Nein. Doch? Ist fürs Video? Ist fürs Video. Okay. Ja, wir machen ganz normal Pfeffer, Salz, Paprika. Weil die Gewürzmischung, die soll ja ganz besonders gut sein. Und dann haben wir halt so ein kleines Glas und nachher noch ein bisschen Deko dabei. Gut. Also ganz einfach das altbewährte SPP. Das ist das dritte Team am Wurstel. Wie habt ihr geplant, dass ihr die Rips macht? Wir ziehen jetzt die Silberhaut ab, dann werden die gewürzt, dann kommen die auf den Grill, werden leicht angeräuchert. Nach einer Stunde bekommen die dann den Cidre, werden gedämpft. Hinterher werden die mit Ahornsirup geschmiert und dann sind die fertig. Gut, wunderbar. Habe ich das nicht wieder super gelöst? Sonst hätte ich nämlich die Rips machen müssen. Nee, aber ich denke, das ist eine geniale Lösung mit viel Spaß. Bitte, dann gehe ich mal da runter und schau, was die da unten machen. Aha, da kommt der Rollbraten. Ah ja. Fein, fein. 4 Kilo werde ich schon sagen. Ich komme dann zu dir, wenn du den Kopf anfeuerst. Das wollen wir auch noch sehen. Jetzt schau ich mal, was die da hinten machen. Okay. Thorsten, was geht bei dir? Ja, brauchst du gar nicht verstecken. Nein, ich habe den Bernd gerade unterstützt in seinem Wasserhaushalt. Der hatte nämlich Durst. Der kann seine Vorbereitung nicht unterbrechen. Aber ich würde mal, geh mal rüber. Ja, schauen wir mal. Das sieht schon gut aus. Was da abgeht. Die Zuschauerreihen füllen sich auch so langsam wieder. Gestern Abend war ja hier ringsrum alles voll, wo Gerrit und Co. das Video gemacht haben. Aha! Erzählst du uns was dazu? Ja, und zwar sind... Erzähl uns doch erstmal, wer du überhaupt bist. Ich bin der Bernd von Smoking Beast Barbecue. Genau. Du hast einen YouTube-Kanal? Ich habe einen YouTube-Kanal. Genau. Also Leute, darf auch zu ihm und ein Abo dalassen. Was ich mache ist, ich räuchere mir jetzt meine Bratwürste für mein Rezept, und zwar für mein Mitternachtsrezept. Rein hessischer Krummbeerentopf heißt das Ganze. Wow. Das ist ein leckerer Kartoffeltopf. Dafür braucht man geräucherte Bratwürste. Ist sehr geil. Die natürlich, weil wir hier von Petromax die schöne Feuerbrücke gestiftet bekommen haben, lohnt sich natürlich, die zu nutzen dafür. So. Sehr geil, sehr geil. Also, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Auch ich kann noch viel dazu lernen. Ist ja ganz klar, man ist ja bloß ein Hobbygriller. Aber das ist auch noch geil. Er hat sich hier seine eigene Fahne machen lassen. Ich
glaube, mit dem muss ich noch reden. Sowas brauche ich auch noch. Das musst du uns jetzt noch mal sagen. Kein Auto drauf, das mache ich nicht. Ach, du doch nicht, deine Frau. Hi. Ja, hier lebt man wie im Supermarkt. Hier gibt es alles. Hier, das Grillen ist perfekt organisiert. Hier fehlt es an nichts. Und ja, wie man sieht, man genießt das tolle Wetter. Man schafft draußen mit guter Musik. Direkt am Grill, so soll es sein. Genießt die nächsten Tage. Ciao. Wunderbar. Danke für die schönen Worte. Sag einmal, du übertreibst es mit deinen Videoaufnahmen aber nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Absolut nicht. Und das Ding ist per Handy gesteuert, oder was? Natürlich. Hardcore. Hardcore. Einfach klasse hier. Der Thomas hat auch noch einen Atago mitgebracht. Was hast du da drin jetzt vor? Büffel. Ah, die Büffelgeschichte. Genau. Wunderbar. Lassen wir uns überraschen. Dauert noch etwas. Jetzt doch erstmal anheißen. Da wird schon wieder für die Feuerplatte vorbereitet. Die Grills glühen auch schon. Ja, der Pedro Max Percolato köchelt. Und hier wird endlich der Korb angefeuert. So. Machen wir diesen Cobblestone. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an hier. Kann man also wirklich Kohle mit Feuerzeug anzünden. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt fängt schon an. Du musst jetzt kurz verhalten. Gut. Das breitet sich jetzt gleich schlagartig aus. Ich denke, die Kohlen haben dann irgendwie so Metallspänchen mit drin, wo das durchbrennt, durchglüht. Kaliumnitrat. Ja, irgendwie sowas. Also Salpeter. Und also. Zum Fleischpökeln her. Und dann, dann feuern die sich selber an. Ich glaube auch, Moment. Du meinst, vom Mac Briquette gibt es die auch? Ja. Bitteschön. Habe ich dabei? Danke. Haben wir auch bekommen. Also wenn sie noch, wenn du noch welche brauchst, wir haben noch vom Mac Briquette da. Also wir werden dann diese Grillstarter-Briketts auf alle Fälle später auch noch mal austesten. So in der nächsten Runde, wenn wir hier noch mal wieder Kohlen anfeuern. Ja. Leute, ich habe Besuch bekommen. Ja. Eine ganz eine kleine Süße mit Inhalt. Fässer wird jetzt dann hier seine Almighty Burger machen. Ja, und wir holen uns hier jetzt einfach noch Biertischle, weil da haben wir auch hier genügend in Reserve. Hier liegen schon die, oder hier liegt schon die Auflage für die Almighty Burger. Wenn ich hier schwenke, sehen wir einen Büffel im Topf. Schön machst du das. Und dürfen wir bei dir auch mal reingucken? Schauen wir mal, was die Temperatur hat. Das zeigt nichts. 194 Grad innerhalb. Ja. Und 12. Ein lecker 12 Rollbraten. So Leute, für Thomas schnell noch ein paar Lorbeerblätter geholt. Und ich sehe, du machst hier schon die belgischen Pommes. Auf jeden Fall. Und sage ja zu deutschem Wasser von Feinkost Schwarz. Ja. Die belgischen Pommes vorfrittiert etc. pp. Und jetzt gehen wir wieder raus. Genau, und wir legen jetzt gleich Almighty's auf. Also gleich geht raus an der Feuerplatte weiter. Gut. Hier sind die Almighty's schon heraus. Schön vorbereitet vom Prof. Geilomat. Na, geht was mit dem Bier? Es geht weg. Und zwar ziemlich flott. Wunderbar. Richtung Köln.
an der Baustelle bei Kalmbaden und auf der A1. Thomas, ich schmeiß dir deine Lorbeerblätter gleich mal rein. Huibu! Guck mal, die Anschau, die andere kann ich wieder. Hey Björn! Was? Der eine Handschuh steht dir, der andere nicht. Der? Nein. Der? Ja, der steht dir ganz gut. Du bist doof! Jetzt kann auch ein passendes Bunny dazu, ne? Ja, genau. So was fehlt. Ich verpasse hier schon wieder die Hälfte. Hiermit dann gleich über die Platte reiben. Und dann kann man sich hier wunderbar mal eben schon mal sein Band antoasten. Weil keine Kalorien vermeiden, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und wenn man das kurz anbraten kann, schmeckt ungleich besser. So, vielleicht gleich noch ein bisschen Salz. So, und dann habe ich hier schon noch ein bisschen was aufgebaut. Käse, Tomaten, Zwiebeln und Almighty Soße. Jetzt räumen wir das noch ein bisschen auf. Und dann könnt ihr euch die Burger oder den Almighty so fertig machen mit dem, was ihr drauf habt. Ich empfehle, je weniger Zutaten, desto besser. Und vorher willst du den Gefallen, gibst mal die weiße Schüssel an. Da ist noch Bacon drin. Den könnt ihr natürlich auch noch drauf tun. Und dann habt ihr hoffentlich einen Burger, der euch schon. Machst du das richtig? Ich gebe mir Mühe. Wie immer. Wie ein Mädchen. Warum? Weil die Messer früher in der Hand rosa ist. Ja. Ich habe extra jetzt mal gemischt, weil sonst habe ich immer die schwarzen an, da meckert der immer. Jetzt habe ich extra für Micha mal was eine andere Farbe genommen. Hier ist die lustige Feuerplatte im Gange. Jeder darf natürlich seine Burger selber basteln. Die zwei sind von mir und Schatzi. Band habe ich schon soweit fertig. Schön. Macht Spaß, Leute? Super geil. Ja. Freunde, ich habe mir meinen Almighty Burger hier jetzt zusammengebaut und aufgrund von Riesensauerei und ich will die Kamera nicht versauen, werde ich den jetzt erst aufessen, dann die Kamera in die Hand nehmen und dann ein kleines Fazit dazu sprechen. Soll ich dir mit meinem Dachfinger die Kamera halten? Leute, das war zum Niederknien. Belgische Pommes hat es dazu auch noch gegeben. Hervorragend. Was meint ihr dazu? Moment. Ja, lecker. Ja, mal die Cam drehen. Jetzt. Gut. Hervorragend. Ich glaube, er kaut noch. Thorsten, hast du auch schon Burger gehabt? Ich bin gerade am Verdauen. Mega. Mega. Gut. Ja, und da hinten ist noch die fräsige Stille. Ich habe gehört, du warst vorher unsportlich und hast einen gegnerischen Grill ausgemacht. Das ist aber ein Gerücht. Mein Grill hat er ausgemacht, meinen. Ich sage mal, sei vorsichtig bei der Wahl. Der Kohl und der Gegner. Ja. Aber den dritten Platz habe ich sicher, auch wenn ich nach Hause fahre. Nein, Leute, ich glaube, der Schuldige war er. Er war die helfende Hand am Grill und hat, die Kohlen angefeuert und er hat den Grill oben zu weit zugedreht. Aber das kann passieren, weil manchmal verrutschen auch diese Lüftungsteile oben. Ja, und wenn man bloß einen klitzekleinen Spalt offen hat, kann sein, dass die einfach zurutschen und dann sind die einfach aus. Das ist so. Also Gerrit, ausnahmsweise bist du mal unschuldig. Aber wirklich nur ausnahmsweise.